sind Sie doch nicht. Herr Ministerpräsident, finde ich irre, dass Sie Zeit haben zu kommen. Tolle Sache. Herzlichen Dank. Frau Klaus, die Leiterin des Deutschlandbüros von Kolan. Wo haben Sie Ihr Deutschlandbüro? In Karlsruhe im Augenblick. Okay. Was? Was willst du? Wir müssen dich beraten. Wir sind hier ganz flexibel. Ihr mischt jetzt mal weg die Getränke hier. Ja, Sie übernehmen das Kellnern, was war aber eigentlich nicht der Sache. Ich schenke immer mal ganz gerne Leute. Ja, der schenkt einer ein, aber als Student hat er sicher auch, wie wir alle. Habe ich so, ich habe als Schüler mal gejobbt. Ja, sicher, wir haben doch alle irgendwann da mehr oder weniger Job gezogen werden, weil der Kopf ja schmäler ist. Und hier haben wir eine sehr schöne Griffleiste, die sehr harmonisch reinfließt. Aber man kann was reinlegen. Das ist nicht schlimm, dass die Leute alle mal was reinlegen. Dann sind sie Kippen dann drin. Sie haben extra eine Bürste dafür entwickelt. Ein Bedienungssystem gefunden, das 17 Sprachen spricht. Ein Spielzeug geradezu. Die Leute werden mit dem Elevator gar nicht mehr fahren. Die werden im Erdgeschoss hin und werden mit dem Ding spielen. Ich bin sehr froh darüber, vor diesen vielen Verbänden und diesen honorigen Herrschaften, die hier sitzen, die alle wirklich großen Anteil haben an dem Zeug, was hier steht. Ich sage sonst immer an dem schlaffen Zeug, was hier steht. Das spare ich mir heute. Ich möchte mit euch zusammenarbeiten an dem Zustandekommen eines etwas größeren Erfolges vieler, die hier sitzen. Dazu gehören auch Sicherheitssysteme für Wolkenkratzer. Ich arbeite an einem solchen gerade, diese fürchterliche Geschichte in New York, wo die Menschen in ihrer grauenhaften Not aus den Fenstern gesprungen sind. Da haben wir ein Gegenmittel gefunden für, und das werde ich hier mit einigen Firmen bearbeiten. Wir sind Verkäufer von Ideen. Nutzt das. Ich bin alle drei bei Firma Förster. Vielleicht haben Sie Zeit, dort mal vorbeizuschauen. Es lohnt sich. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das wird sich ja so hören, dass ihr in gleicher Höhe seid. Aha, das war schon besser. Dankeschön. Okay. Einen Artikel zu machen, was kann man bei Aufzügen tun? Ich baue zurzeit an Modellen einer ganzen Stadt, die ich in Shanghai baue, auf einer Insel, im Yangtze Delta, auf 50 Quadratkilometer. Das sollten Sie mal sehen, dieses Modell, das steht bei mir in Karlsruhe. Und dieses Modell beinhaltet natürlich auch Fahrmaschinen. Und darüber sollten wir uns mal unterhalten, was man da machen kann. Nicht? Das ist sehr nett von Ihnen. Wo sitzt ihr denn? In Dortmund, Mensch, das ist ja ganz nah. Wir machen ja mit Dortmund, haben wir ja große Gespräche. Mit der Stadt Dortmund und dann mit Essen. Essen, mit der Zeche Zollverein, da wollen wir eventuell mein ganzes Lebenswerk hinstellen, also große Dinge. Ich komme sowieso dann mal vorbei. Ich schaue da mal rein. Dankeschön. Und nochmals herzlichen Dank für den Artikel. Es war sehr lieb von euch. Dankeschön. Tschüss. Nee, alles gesagt. Ich wollte eigentlich ein bisschen was haben zu Sie und Förster und aber eben gleich mitgebitzt. War sehr schön. Sehr schön, wenn sie so drin sind, wenn sie so aufgehen. Wir werden die Branche herausfordern. Das ist eine Revolution. Das würde ich nicht sagen, aber die Evolution ein bisschen anheizen. Nicht? Denn das geht mir zu langsam alles. Nicht? Das geht einfach zu langsam. Sie sind ungeduldig. Nein. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt eine heute vorhandene Grundtechnologie in allen Bereichen. In den meisten Bereichen stagniert diese seit 20 Jahren. Ob das nur die LKWs sind, in die ich Millionen investiere, um denen moderne Stromlinienformen anzudienen,
oder hier Antriebstechniken oder Schiffsbautechniken. Die bauen alles, Maschinen und die Autohersteller, die bauen Automobile des zweiten Jahrtausends. Die haben überhaupt noch nicht begriffen, wir sind im dritten. Wir sind im dritten Jahrtausend. Und diese Würstchen bauen immer noch Retromaschinen, nicht? Und das sind so die ersten kleinen, vorsichtigen Ansätze der letzten Monate, die wir hier ausstellen, mit denen wir einfach mal Nervosität, milde Nervosität erzeugen. Nicht? Und die Großen werden kommen. Wir werden ein Forschungszentrum hier aufbauen. Ich bin mit einigen Ministern, ich habe gestern mit Herrn Wulff gesprochen, dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen, und wir werden Forschungszentren aufziehen, um diesen Zustand zur Verbesserung der Gesamtlage der Wirtschaft auf vielen Gebieten anzuheizen. Nicht? Wir werden der Partner sein, Herr Kollege, wenn ich kurz machen darf, wenn Sie von hier sprechen. Wir brauchen keine Partner. Wir sind ein kleines Designteam, das so vermessen ist, alleine zu arbeiten. Wir beraten heute die NASA in Flugzeugfragen und das ist ja wirklich eine der hohen Autoritäten. Wir machen das seit 11 Jahren, das weiß ja kein Mensch. Und wir beraten die großen Chrysler, Daimler. Ich war Chefdesigner des Thyssen-Konzerns, Chefdesigner von Zeiss in Jena. Ich kenne diese ganze Truppe. Und wir werden auf allen Gebieten ein bisschen nach vorne drücken. Dieses Deutschland hat es nicht verdient, Schlusslicht in Europa zu sein. Wir haben die besten Birnen, wir haben die besten Köpfe in diesem Land. Warum wird da nichts draus gemacht? Ne? Wir müssen Politiker werden. Ich habe mit der Merkel gerade gesprochen vor einiger Zeit und habe ihr gesagt, wenn ihr eure Subventionen streichen würdet und würdet jedem Unternehmer in Deutschland eine kleine Vergünstigung schenken, wenn ihr einen Arbeitslosen aufnimmt. In 48 Stunden gäbe es keine Arbeitslosen mehr. Stellt euch diesen Irrsinnsrums mal vor. Und das ist machbar heute. Diese Ärsche verschleudern das Geld nur an alle, die schon Kohle haben. Nicht? Ja, nochmal die Frage, wäre nicht Politiker was für Sie? Auf keinen Fall. Ich würde die Leute erschlagen. Ich würde Morde begehen. Ich würde mit der entsicherten, nicht der durchgeladenen, mit der durchgeladenen und entsicherten Kalaschnikow in den Bundestag gehen. Und das würde natürlich an den Sicherheitskräften schaden. Aber wissen Sie, ein bisschen Kreativität in der Politik, das könnte ja wohl nicht schaden. Das könnte nicht schaden. Nicht? Sie ist ja in jeder Branche gefragt. In jeder Branche. Nicht? Aber wir werden, wir arbeiten ja in allen. Ich mache jetzt gerade, um es andersherum zu formulieren, in Mailand eine Porzellanausstellung und dann in Frankfurt auf der Ambiente. Dort werden wir Porzellane hinstellen, dass den anderen die Kinnlade runterfällt. Die Porzellanbranche hat 15 Jahre geschlafen und ich habe mir einfach mal gesagt, hock dich hin und schmeiß mal ein paar Dinge zusammen mit meinen Leuten. Und wir haben die Dinge fertig gemacht, die stehen jetzt im Januar in Mailand, Februar auf der Ambiente. Da werden einige große Porzellaner sehr saudumm aus der Wäsche gucken, was mit Porzellan möglich ist. Und wie man ein Ambiente eines Frühstücks Porzellans, wie man das so nett machen kann, dass die Leute, die das sehen, die haben ein breites Grinsen auf der Schnauze. Ist das nicht schön? Das ist doch das Ding, was man erreichen will. Die 3,50 Mark nimmt man ja sowieso aus der Tasche, um es zu kaufen. Aber das Mensch, wir haben jetzt gerade, um es anders noch besser zu formulieren. Ich baue gerade an einem 2-Liter-Auto, mit dem ich jetzt schon auf der Straße fahre. Wir fahren auf dem Lausitzring am 19. bis 20. November fahren wir einen Ökonomierekord unter 2 Liter. Das Ding ist so entzückend, dieses zweisitzige Auto, dass wenn das auf der Straße so ist, man sieht nur grinsende Menschen um sich, lachende Leute. Ist das nicht ein Wahnsinn? Ich fahre ja mit dem Ding schon auf der Straße, versuchsweise bei uns in unserem kleinen Nest. Wenn man da rumfährt, ich sehe nur grinsende Leute, die sich einen weglachen und nicht bösartig weglachen, sondern die sich scheiß freuen darüber, dass es einem gelingt, aus dem Scheißding-Auto ein Lächeln herauszuzaubern.
Bei keinem anderen Auto geschieht das, nicht? Allenfalls kriegen sie einen Schrecken, die Leute, wenn so ein Geschoss um die Ecke kommt. Aber lächeln tut keiner. Jetzt haben Sie aus einer normalen Scheiß-Aufzugskabine ein Lächeln auch. Wir haben versucht, das zumindest in dieser Instanz und dieser Kürze der Zeit, wir hatten ja nur ein paar Monate Zeit, das ist ja schon ein Kraftakt von einer kleineren Firma, die sich auf die Fahne geschrieben hat, die nächsten Jahre mal Palastrevolution zu schreiben. Dubai soll Interesse haben, offensichtlich. Das soll sein. Ja, na, ich bin sowieso in Dubai präsent. Einer der Prinzen war da. Auf dieser Palme, die man da ans Meer baut, ja, werde ich das Verkehrssystem entwickeln. Das ist also jetzt schon ein Faktum. Nein, das ist eine Palme, die im Meer liegt, ein riesiges Ferienresort. Und da mache ich das Verkehrssystem auf diesem Ding. Und parallel dazu wird in Abu Dhabi und Dubai ein Kolani Design Arabia aufgezogen. Und dann werden wir mit denen mal ein bisschen Schlitten fahren da unten, dass die da nicht ihre schwülstigen Orgien da feiern. Und diese Hotels da, die man da sieht, das ist also ein bisschen zu rund, nicht? Da müsste man also mal ein bisschen bremsen. Wie groß ist denn Ihr Team? Wir sind nur fünf Leute. Wir haben einen Stahlspezialisten, einen Holzexperten, einen Kunststoffexperten, einen für Oberfläche und einen Designer. Und das mache ich. Im Augenblick sind wir in Karlsruhe, weil wir mit Kreisler Daimler Stromlinien-LKWs bauen. Da aber nicht mehr sehr lange, noch 1,5 Jahre. Und dann sind wir wie gute Design-Nomaden es sein müssen, wieder auf der Achse. Wir sitzen dann wieder irgendwo, entweder in China oder in Dubai. Oder ich habe gerade vom Iran eine Aufforderung bekommen, vom Außenministerium, dort eine Reise, eine von denen vorbereitete Reise zu machen, um eventuell dem Iran gestalterisch zu helfen. Da wird ein ganzes Team denn von mir da unten mit Universitätsstudenten, mit iranischen, die etwas über Sprachkenntnisse verfügen, zusammengestellt, um denen aus der, wie soll ich sagen, aus dem Mittelalterlichen heraus zu helfen. Wie ich das in China auch mache, nicht? China, eine außergewöhnliche Situation in der Welt, das explodiert geradezu, weil Auslandschinesen ganz viel Geld ins Inland bringen und dort fließen Geldmengen, von deren Größenordnung man sich hier keine Vorstellungen mehr macht. Ich bin dort Professor an der Chongqing-Universität und zuständig für die Städteplanung und Architektur und Design. Und dort werden bereits Flugzeuge von mir gebaut. Ich bin auf fast allen Titelseiten der Flugzeugzeitschriften, die in den chinesischen Flugzeugen drinstecken, in der Rückenlehne. Und ich bereite jetzt Flugzeuge vor, die nach China geflogen werden in 15 Landungen, weil das kleine Flugzeuge sind, also Sportflugzeuge, die bei mir in Karlsruhe stehen. Und die werden dann in China in Serie gebaut. Sie machen aber nur Design. Was machen Sie denn? Konstruktion. Ich bin Flugzeugbauer, das ist mein Beruf. Design ist nicht mein Beruf. Ich komme aus dem Flugzeugbau und bin Aerodynamiker. Ich habe Aerodynamik studiert und bin Flugzeugbauer. Und mein Flugzeug jetzt in Heringsdorf am 22. haben wir ein Rollout. Da wird eine sechssitzige, zweimotorige Privatmaschine rausgerollt, die in Serie geht. Die haben wir schon auf der Aero ausgestellt in Friedrichshafen und ich habe die Aerodynamik gemacht und die Inneneinrichtungen und das ist ein Riesenerfolg. Nach dem Krieg ist noch nie ein Flugzeug gebaut worden, von dem in 8 Tagen 44 Stück verkauft worden sind. 44 verkauft, wir bauen wie die Blöden schon. Rollout am 22. im nächsten Jahr die FIA-Zulassung und dann flupp, 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 werden die Dinger gebaut. Haben Sie mal Langeweile, Herr Kolani? Nee. Wie ist das überhaupt? Wenn man den Kopf ein bisschen mehr benutzt, unser Gehirn ist ja ausgelegt für die nächsten 10.000 Jahre auch auf anderen Planeten weiterleben zu können. Unsere zerebrale Kapazität ist dafür ausgelegt, das Großhirn. Wenn einer, und ich gehöre zu denen, nur 1% von dem, was üblicherweise von diesem Großhirn benutzt wird,
sich hinauswagt in diese, in dieses unendliche Denkfeld, dann fallen einem Dinge ein, die sich andere verwehren. Die könnten das auch. Aber wir haben eben diesen enormen Freiheitsgrad, nie von jemandem zusammengestrichen worden zu sein, wie ich das als Chefdesigner von VW ertragen müsste. Dort steht einer über mir, der sagt, also komm, dem Auto lässt du mal die Haare schneiden. Nicht? Das Ding wird nicht gebaut, mach mal etwas, und zwar an der und der. Dann steht der da raus. Das habe ich nie gehabt. Ich konnte also weit und ungehindert, sogar noch angestachelt durch andere, durch die Misserfolge anderer, hemmungslos in die Zukunft forschen. Und bei mir stehen Flugzeuge, ich berate seit 11 Jahren die NASA, bei mir stehen Flugmaschinen für Mach 24, können Sie sich das vorstellen? Mach 24, die stehen bei mir als Modell, die wir für die NASA machen. Das ist irrsinnige Utopie. Und die werden in 20 Jahren gebaut, die Dinger. Die Grundtechnologie, Plasmaverbrennung und Wasserstoffantriebe, das ist alles vorhanden. Nur der Mut und die Größenordnung der Investition hält die Leute noch davon zurück. Aber diese Denk, wir sind eine Mikrodenkfabrik, mehr sind wir gar nicht. Gelegentlich kommt einer und sagt, hör mal zu, mach mir mal aus Carbonfaser einen Krankenrollstuhl. Wir wollen was Ultraleichtes haben, dann bauen wir das auch. Die zahlen dann ihre 3,35 Euro und dann haben sie ihren Rollstuhl. Aber wir sind eigentlich ein in eigenwirtschaftlicher Forschung arbeitendes Mikroforschungsteam. Wir sind Utopisten, Spinner, im besten Sinne des Wortes. Die werden auf anderen Ländern auf den Schultern getragen. In Deutschland kriegen sie einen Tritt in den Arsch, wenn sie das Wort sagen, ich bin ein Spinner. Dann sagen sie, ja, dann gehen wir wieder nach Hause. Nicht? Wenn ich das in Amerika sage, dann stehen die Leute stramm. Ich war vor einigen Jahren in Amerika mit 13 Rekordfahrzeugen auf dem Salzsee. Da wurde mir zu Ehren in Los Angeles ein Abend gegeben. 400 der führenden Großunternehmer Kaliforniens saßen in einer riesigen Halle um einen gewaltigen Tisch und haben Colani zugejubelt. Stellt euch das mal vor, in einem fremden Land. Und wenn man hier irgendwas macht, in Deutschland ist das nicht vorstellbar. Ich war Chefdesigner des Thyssen-Konzerns. Meine erste Amtshandlung war, die 55 Vorstandsvorsitzenden rauf in meine 13. Etage in Essen, in das Thyssen-Hochhaus. Hinsetzen, Maul halten. Jeder stellt ein Schild vor sich auf, Aufzüge, Schiffe, Schnellzüge, Pressen, Schiffe. Und dann habe ich 3 Stunden hintereinander weg jedem Einzelnen ein Drittel der Zähne gezogen. Ihnen erklärt, was sie machen müssten, um die richtige Richtung zu haben. Ich habe nie einen Kugelschreiber verkauft bei Thyssen. Die haben Millionen gezahlt, die haben Stellung gegen mich gemacht. So, jetzt muss ich erstmal den OB begrüßen hier, meinen Nachredner. Ich habe die jetzt alle, hergelockt. Eigentlich habe ich mich ja geschämt, dass ich vor Ihnen gesprochen habe. Das steht mir ja dienstwagenmäßig gar nicht zu. Das ist aber sehr nett. Eine schönere Eröffnung hätte ich mir gar nicht wünschen können. Ich habe Ihnen ein bisschen eine Schneise in den Bart gehauen. War klasse, ja. Schauen Sie eine Sekunde rein. Ja.